Ein Tier stellt sich solche Fragen von vornherein nicht, sondern handelt einfach, um instinktiv noch viel perfekter zu überleben, wie der Mensch, auch ausgestattet mit 4 Gliedmaßen, welche propagiert werden, dass das ausreichen würde zum Überleben durch die Gurus, um damit die Kastenmentalität nicht in Frage zu stellen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Tiere handeln einfach und stellen sich solche Fragen von Anfang an nicht. Der Mensch jedoch wird aufgeweckt aus dem Schlaf und dann in Bewegung gesetzt, weil er sich denkt, heute werde ich das Kraut der Unsterblichkeit finden. Heute werde ich die Unlösbarkeit aller unlösbaren Fragen lösen. Heute werde ich das Unmögliche bewerkstelligen, das noch niemand vermochte zu bewerkstelligen. Heute werde ich die Pyramide vollenden durch ihren Benben, ihren goldenen ihre goldene Kappe als perfektes Tetraeder, an dessen Spitze dann die Blendstrahlen der Sonne zurückgebeamt werden. Heute werde ich und nicht erst morgen. Schleppt es sich dahin in müdem Schritt, Tag um Tag, Stund um Stund. Zur letzten Stunde, zur endgültigen. Heute. Nur nicht morgen, ist der Beginn alles Besorgens. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe ruhig auf morgen. Vöglein auf dem Sand. Wer ist die Hungrigste im ganzen Land?